Aufnahme. So. Hallo, na? Es lagt wie verrückte Sau. Warum? Weiß ich nicht. Hallo, du musst die Situation kommentieren. Hallo, ich bin da. Mal wieder. Ja, wir haben wahrscheinlich nur 10 Minuten Zeit zum Aufnehmen und das Rauschen im Hintergrund tut mir leid, aber der Jay, der ist halt unepic. Mhm. Bin ich froh, wenn ich meinen neuen PC hab. Du könntest dir auch einfach mal ein Headset mit eigenem Soundchip kaufen. Den Soundchip habe ich ja extra dazu gekauft noch. Weißt du noch, wie das vor dem war, bevor ja, okay, da war das noch schlimmer. Ja, das Rauschen kommt ja nicht. Das vorher war das meiste Rauschen, was da war, von der Onboard-Soundkarte. Mhm. Und jetzt ist es mein übermäßig lautes Medium. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Was hat die gesagt? Irgendwo wird Mana verbraucht und wir müssen jetzt suchen, wo das verbraucht wird. Odin, Majinken oder so ähnlich. Und auf jeden Fall wolltest du dich schicken, weil du dann noch zu dieser tollen Stelle kommst. Genau. Aber ich glaube, wir schaffen das nicht mehr innerhalb von einer Stunde, weil dazwischen kommt noch ein Dungeon. Epic Spoiler. Oh, ja, dann muss ich halt noch so lange dabei bleiben. Ja, eben. Musst du auf jeden Fall. Kommen da schon die Minen Morios? Nein. Aber der erwähne hat erwähne nicht diesen Namen! Aber die haben was von den Minen Morios Dam 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 gesagt. Es sind nur drei Dams. Dam. Was? Okay, guck mal, eine schöne friedliche Stadt, wo alles so schön friedlich ist. Ja, ja, ist das schön, toll. Bella, dumm, einfach nur dumm. Bella, dumm. Bäm, ich hab schnell die Aufnahme neu gestartet. So. Gibt's ja nichts Tolles zu tun in dieser Stadt? Eigentlich nicht. Wir müssen jetzt einfach nur weiter. Was hat die gesagt? Alvanista oder so ähnlich. Dann versuchen wir mal. Mach mal ein Axtavade. Okay. Falsche Taste. Das war hier links rum. Ja. Das hört sich überhaupt nicht an wie hier links rum. Die sollte aufhören mit einer Schere rumzuspielen in meiner Hand. Ja, genau, sie verletzt dich sonst noch. Messer, Gabel, Schere und Licht. Oh, sind für kleine Kinder nicht. Handgranate, Sturmgewehr mögen sie dagegen sehr. Und... Axt, Mann! Bringt gar nichts mit einer Axt. Aber das ist cool. Siehst du, er sagt Axt, Abade. Und ist Abade, das heißt wahrscheinlich weg damit. Axt, weg damit. Sagt er was anderes, wenn keine du keine Axt hast? weiß ich nicht. Wir können es ja noch nicht ausprobieren. Axt her damit. Klar, oh, fucking Lester hat ja voll viel HP. Hat er echt? Oh. Naja, er wird später überpowered sein. Das ist der erste mit über 1000. Odin, Majidinka! Ich glaub, der Jay hat da auch schon über 1000, nur der ist geschwächt, kann das sein? Ich weiß es nicht, Junge. Wir haben 1012. Und der Klar, fucking Lester 1081. Und die Menschen haben nur 900. Der hat aber weniger TP als der Jay. La la la, Euclid. La la la, was für eine schöne Stadt. Und tschüss, Euclid. Warum bin ich jetzt überhaupt nicht die Stadt gegangen? Ich hätte außen rumgehen können, aber na egal. Ach ja, speichern wir einfach mal. Du wolltest die Stadt nochmal zeigen. Ja, genau. Einfach mal kurz gespeichert und nochmal Aufnahme restartet, weil sonst leckt wie Sau. Alle 2 Minuten? Ja, ja, sonst leckt es ja wie Sau. So, weiter. Wie la, 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 la. Hornissen. Hornisse, was ist eine Hornisse? Ich weiß, was eine Hornisse ist. Mir kam der Name in dem Moment nur irgendwie fremd vor, ich weiß nicht warum. Frag dir echt, was eine Hornisse ist. So bitter. Tja, also, naja, dieses ist Dorf deine. Ist... Wie schrecklich. Sind alle tot? Sag doch mal auch was. Punkt, dazu. Punkt, Punkt. Fuck. Was ist hier passiert? Ich mag den Wetterhahn auf dem Dach. Klar, alles, ne? Ja, hier, ganze Szene, so grau und schwarz, nur der Wetterhahn, der ist noch schön in buntem Blau. Schön bunt blau. In buntem Blau. La la la, ich mag die Musik. Das wollte ich gar nicht. Aber die Musik macht mich traurig. Tschüss, Stadt. Pff, who cares about, was hier passiert ist? Nee, ich möchte mich noch ein bisschen umsehen. Das hier sieht irgendwie... Das hier erinnert mich so ein bisschen an das Haus, wo... Dings, ne, in... Ne, in der Zukunft halt.
Bist du okay? What the hell? Geh weg von mir, Pädophiler. Sprich, Dudi. Ja, mir geht's gut. Was zum Teufel ist hier passiert? Das war Demitel. Ich hab doch gesagt, er ist so ein Arschloch. Wer? Wer? Demitel hat dieses Dorf angegriffen und hat alle Einwohner getötet. Oh, das ist nicht toll. Dann müssen wir ihn für seine Gräueltaten bestrafen. Was? Klar, einfach so, ne, ja. Für sowas haben wir keine Zeit. Klar, du bist so ein asoziales Arschloch. Fick dich. Den wolltest du Forst, ne? Ich bin auch ein asoziales Arsch. Wir müssen ihr helfen. Nicht du auch noch, Mint. Ich weiß, wir sind in Eile, aber den Grund dafür, dass wir helfen müssen, würdest du nicht verstehen, Clav, fucking Lester. Hä? What? Hä? Versteh nicht. Was redest du da? Ja, Flashback, wer hätt's denn gedacht? Ja, wir wissen's. Nam, nam, nam. Er trinkt gerade Tee. Ist das Fenchel-Tee? Nein. Es ist Früchtetee. Ist schon okay. Was? Nee, ich trau mich gerade nicht, was zu trinken, weil ich ja lesen muss. Also, Jay hat recht. Ich glaube, ich habe noch nie Fencheltee getrunken. Na toll. Super. Siehst du, genauso würde ich auch reagieren. Nein, aber zuerst mal würdest du sagen, aha. Ich spüre, dass dieses Mädchen die Gabe der Magie hat. Natürlich, Clav ist so ein Übergott, ne? Der spürt alles. Schau, die würde sagen, Demitel war hier und hat alle getötet. Aha, schön. Wir nehmen das Spiel nicht ernst. So würde Toasty reagieren. Hey, wir nehmen das Spiel viel zu unernst. Wir nehmen dich viel zu unernst. Also lest weiter. Ich spüre, dass diese Mädchen die Gabe der Magie hat, weil ich habe halt Übersinne, ne? Das könnt ihr nicht, ne? Vielleicht kann sie uns ja noch nützen. Wie er das sagt, vielleicht kann sie uns vielleicht kann sie uns noch nützlich sein. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Mein Name ist Leah Scarlet. Okay. Demeter ging nach Norden in Richtung Venezia. Dann lasst uns seinen Spuren folgen. Ich bin Mint. Das hier ist Jay und das ist Clav. Fucking Lester. Fucking Lester. Fuck, habe ich falsch ausgedrückt. Schön, dich kennenzulernen. Danke, gleichfalls. Leah Scarlet joined your party. NPC, wie sieht sie denn aus? Auf dem Foto, also auf dem Mini-Bild, nicht auf dem Mini-Bild rechts, sondern auf ihrem Sprite-Bild, sieht sie irgendwie schöner aus als ihr Gesicht da. Das sieht irgendwie, ich meine, da hat sie braune Haare und auf ihrem Sprite-Bild hat sie rote Haare. Stimmt. Nein, das passt eigentlich schon. Hier ist Scarlet NPC. Toll. Sonst sowas in der Stadt, was wichtig ist? Nö, lassen wir alle sterben hier, alle verrecken, ist doch scheißegal. Was denn? Wie sehen die anderen aus? Ich hab die vergessen, wie die aussehen. Also, du siehst so aus. So sehe ich nicht aus. So siehst du aus. Warum ist da ein grünes Sternchen neben dem Level 14? Ich habe keine blonden Haare. So sieht Mint aus. Da sieht sie so selbstbewusst aus, das passt gar nicht zu ihr. So. Ach Gott! So was nicht. Da sieht man schon wieder den Fehler. Im Miniaturbild hat er blaue Haare und auf seinem Sprite-Bild hat er irgendwie grüne. Eine blaue Schleife. Eine blaue Schleife. Warum nimmt er ein Buch zum Angriff? Oh, da freue ich mich schon auf das spätere Ding im Spiel. Ach, das kommt sogar bald. Das schaffen wir vielleicht sogar noch in dieser Aufnahme. Odin Magic Dicta Dickdong. So, ich habe das Ding kurz neu gestartet. Bam, weil gerade war ein Überdeck da. Bockel. Bam. 124 bla und Spielinsel. Und hast du jetzt schon 200 Kämpfe? Weiß ich doch nicht. Ich habe 216. Okay. Diesmal ist nicht so eine runde Zahl, als du nachgesehen hast. So. Das finde ich cool, dass das angezeigt wird. Ich
möchte noch einen Kampf, bevor wir nach Venezia reingehen. Ein Honigbär! Axt da mal, ey! Axt weg damit! Das heißt niemals Axt weg damit. Dann heißt es, Äxte sind scheiße. Kann sein. So. Heißt Axt auf Japanisch dasselbe wie auf Deutsch? Nein, bestimmt nicht. Aber ich weiß, dass Warte auf Deutsch ungefähr das gleiche heißt wie in Japan. Auf Japanisch, nicht wie in Japan. Und was heißt du? Warte! Aha. Guck mal. Warum kannst du japanische Wörter? Kannst du. Bäh, mach nicht sowas ekliges, kannst du nicht mit reden. Weil ich, das ist ja der größte Hafen der Welt! Weil hier Schiffe aus der ganzen Welt herkommen, hat Venezia eine kunterbunte Bevölkerung. Du kannst ja. Yay! Du kannst ja mal schätzen, an welche Stadt das hier anspielen Venedig. Soll. Nein, natürlich Hamburg. War nur ein Witz. Ich hatte doch irgendwie 250 Brücken bei 100 Inseln. Ich weiß es nicht. Hamburg hat auf jeden Fall viel mehr Brücken. Nur 35 Gold pro Nacht. Viel zu teuer. Süße Träume wünsche ich euch! Ach so, das ja. Süße Träume wünsche ich euch. Wir haben nicht mehr lang. Dum, 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 dann dum, dann dum, rufen dum, die Agenten aus den USA an. Genau. Wo sind wir? Hallo? Ach, ich muss sowieso noch Superbaum 64 aufnehmen. Aber Junge... Das ist die reinste Müllhalde hier. Ich arbeite nur hier. Aha. Hä? Ist das Nancy? Hey, ihr seid... So habe ich sie nicht gesprochen. Ich vergesse schon wieder. Und? Hast du mit ihm gesprochen? Naja. Wo ist das Problem? Ja. Lass uns hier helfen. Wir haben keine Zeit dafür, dies bekommen. Nancy, er ist natürlich, ja. Ich bin schon mehrmals zum Büro seines Vaters gegangen, aber ich hatte nie den Mut, ihn anzusprechen. Bitte. Ich werde mit ihm reden, ja? Klar, du, Mint. Wir anderen nicht, ne? Guck mal. Kann ich dich treten? Oh. Hund! Hallo, Hund! Hallo, Hundi! Hallo, Hundi! Kannst du mit der Katze sprechen? Ja, aber nö, kein Bock. Geht's hier nicht lang? Hier geht's nicht lang. Irgendwo, wo war nochmal das Büro seines Tier? Ich glaub, also da. Ich könnte auch den ganzen Tag mit der Katze sprechen. Seit Midgard im Krieg mit Daos liegt, war es uns hier nicht mehr möglich zu handeln. Daos und Midgard sind Feinde. Na, was sagst du? Irgendetwas Geheimes geht in Midgards Festung vor sich. Ich frage mich, was sie dort wohl bauen. Ob das wohl der Ort sein könnte, wo Magie, nein, Mana verbraucht wird, überhaupt nicht jetzt Anspielung und damit Spoiler oder so. Scheiße. Auf zu lachen. Südlich von Alvanista. Leider sind die Zwerge und ihre Kultur völlig ausgestorben. Wie geht's Alvanistas Wirtschaft? Nee, was nicht? Teilweise total bescheuert, teilweise fränkisch. Die Art, wie du die gesprochen hast, hat mich voll an meine gestrige Superbaum 64 Aufnahme erinnert. Hallo, Ias. Hallo, Ias. Ich kann nicht mal reden. Hallo, Ias. Nancy ist hergekommen, um dich zu sehen. Nancy ist hier. Ich meine, naja. Sie hat den ganzen weiten Weg auf sich genommen, nur um dich zu sehen. Hallo, Ias. Willst du hier nicht wenigstens Hallo sagen? Ja, okay. Aber nur Hallo. Kein Berühren und nix, okay? Sag ihr, wir treffen uns beim Springbrunnen. Weil ich bin schwul. Bis gleich. Oh, Mann. Aber Hallo, Ias, das kommt schon fast an die krüppelige Final Fantasy 7 Übersetzung ran mit Seid ihr Insoldat? Seid ihr Insoldat? Die Übersetzung von Final Fantasy 7 ist wirklich der übelste Schrott. Tja.
glaube, Funk spielt es auf Englisch. Ich weiß es nicht. Darf ich da mal rein, so? Glaube ich voll nicht. Herr Nancy, hey Nancy. Alvin wartet am Springbrunnen auf uns. Natürlich auf uns. Mint und Nancy haben ein Doppeldate mit... Nein, ein Doppeldate ist ja immer mit 4 Personen. Also ein Dreier praktisch. Nancy und Mint haben ein Dreier mit Alvin. Oh mein Gott. Stell dir das vor, Nancy und Mint haben ein Dreier mit einem Schwulen. Oh, fuck, wie? Oh, danke dir, Mint. Ich muss doch meine aufstecken. Hochstecken. Beeil dich und treff dich mit ihm. Ich geh ja schon. Du rennst wirklich gar nicht, aber egal. Warum verkuppeln wir die mit Alvin? Weil, keine Ahnung. Ich spreche ihn ja nur schwul. Der ist ja nicht schwul, glaube ich. Ich weiß es nicht. Glaubst du wirklich, dass er auftauchen wird? Keine Sorge, der wird da sein. Sprich doch nicht so. Guck mal, da ist er. Guck mal, eine Taube. Oh. Hallo. Der bleibt mitten im Schritt stehen. du bist Nancy? Ja. Ich glaube, wir stören hier nur. Ach, es wird doch gerade erst gut. Oh Mann, ja. Hier so einen schlechten Porno am Springbrunnen sehen. Oh, das ist ein schönes Paar hier. Der bleibt wirklich mitten im Laufen stehen. Also, ich weiß nicht, ob du Funks LP bis dahin schon geguckt hast. Ich nehme mal an. Ich habe nur bis Part 15 gesehen. Jedenfalls gibt es hier eine Frau, die sagt, was für ein unglaublicher Tag. Und immer wenn Funk vorbeigekommen ist, und das ist sehr oft passiert, ist er immer hier vorbeigekommen und hat gelesen, was für ein unglaublicher Tag, weil ja eigentlich mehrere Tage vergangen sind und naja, egal. Und ach, egal. Hat er das nicht bei, auch bei Zelda 2 gemacht, wo er immer zu Error gegangen ist? Guck mal, Tauben! Kick mal die Tauben! Geht nicht, ich kann sie nur gangrapen. Schade. Vor 10 Jahren gab es hier noch viele Elfen. Irgendwie vermisse ich sie. Okay. So, dann, gucken wir uns noch ein bisschen mehr. Geht ihr doch mal mit Alvin und mit Nancy. Nancy, ich kann gar nicht glauben, dass ich es vorher nie gewagt habe, dich anzusprechen. Jetzt spricht er aber uns an. Was? Jetzt spricht er aber uns an. Ich glaube, ich bin wirklich drauf und dran, hier nicht zu... Ja, ja, natürlich, klar. Aber nur wenn du einen Penis hast. Weißt du, ja klar, du unterhältst dich 3 Minuten mit einer Person und schon hast du dich in sie verliebt. Das ist logisch. Aber nur wenn sie einen Penis hat. Ah, scheiße. Nancy ist eine Transe? Portier. Verabredung. Ja, was? Der ist doch schwul, hab ich gedacht. Der Partyservice ist dein hartes Geschäft. Dein hartes Geschäft. Junge, was soll das? Ein hartes Geschäft verrichten. Schwere Zeit für den Chef. Er kann nicht in Midgard handeln. Er kann nicht mit Midgard handeln. Das ist der Empfangsprech. Spro-Chef ist dort drüben. Sprich, Dudi. Ich hoffe, der Krieg kommt nie mehr weiter als hier. Vom Krieg war die Zukunft besser. Ist echt so. Wo kam da aus her? Ich hoffe, Dick. Wo kam da aus her? Ich weiß auch nicht. Kam der jetzt aus der Vergangenheit oder ist er schon hier in der Vergangenheit? Ach, egal. Guck mal, so ein alter Mann. Wer seid ihr? Unerlaubt, das kommt ihr hier nicht rein. Wir sind aber hier und du machst gar nichts. Dumm. Oh, wo geht's denn hier? Uns wird hier einfach so ein Schutzring, was immer das ist, hinterhergeworfen. Bam, was ist denn ein Schutzring? Absolviert Schläge, greift an, wird sich aber zu klar. Braucht kein Mensch. Zu 99% auflösen. Ja, braucht kein Mensch, so. So, das... Hartes Geschäft verrichten. Junge, was ist hier drin? Hierin. Ich lehre Magie, ich kann aber nur die mit der natürlichen Gabe unterrichten. So, die müssen wir uns auch merken. Warum? Weil dieses Mädchen, das uns noch nützlich ist, unterrichten kann? Nein. Oh. So, was gibt's denn? Hier gibt's gar nichts. Aber hier konnte man auch irgendwie noch... Okay, ich dachte, hier konnte man noch irgendwie, aber... Es geht doch nicht. Gehen wir mal da lang. Da lang. Yay! Wer da ist du? Jemand. Frag mich, wo die Elfen hingezogen sind. Ja, weg. Weil Stadt doof.
Chrome. What the Man in Black? Ich sollte eigentlich essen für meinen Lehrer und meine Schwester machen. Schwester Klein. Mein Vater war ein Elf. Deswegen lernen wir, wie man Magie benutzt. Mein Vater verließ uns, als wir noch klein waren, so wie meine kleine Schwester. Aber ich hoffe, ich sehe ihn irgendwann mal wieder. Schwester war bestimmt kleingeschrieben, damit man eben weiß, dass es nur seine kleine Schwester ist. Ey, ihr braucht eine königliche Bescheinigung von Alvanistas Regierung, um die Mine Morias Dam 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 zu betreten. Was soll ich denn jetzt heute Abend zum Essen kochen? Der kommt von einem Thema ins nächste, das macht keinen Sinn. Epischer Themawechsel. Epischer Plot-Twist. Kommt ruhig hierhin. Hierin. Das ist so geil, dieser Übersetzungsfehler. Kommt ruhig hierin. In mein Häuschen. Woher haben wir so viel Gold? Ein Brot. Brot. Ja, du kämpfst die ganze Zeit. Brot. Camembert. Steak. Apfelsteak. Twinkie. Was ist ein Twinkie? Die Kalorienbombe. Kauf einen. Eine ganze Menge Sushi. Verkaufen. Den Schutzring brauchen wir nicht. Spätelse brauchen wir nicht. Haben wir zwei? Drei? Was? Bla 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 bla. Stundenglas? Was bringt das? Damit kannst du Gegner für eine kurze Zeit aufhalten. Kann bestimmt nützlich sein. Und sonst, denke ich mal, brauchen wir nix. Also, verkaufen. So. Ich kann's kaum erwarten. Okay, mach du. Ich kann's kaum erwarten, Papa wieder zu sehen. Herr Fischer! Uhu. Früher war ein magisches... Moment, was ist das? Das ist eine alte Frau, okay. Früher waren magische Seelen alltäglich, aber heutzutage sieht man sogar Elfen selten. Bei Baum, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Sie macht sich Sorgen. So, das hier ist ein Lebensmittelladen und wir gehen da raus. Hallo, na, was wolltest du fragen? Nimm Wurst mit. Nein? Scheiße, ich hab das Brot vergessen. Ich wünschte, ich könnte lernen zu zaubern, aber ich habe keinen Tropf Elfenblut in mir. Das wird sie an Tropf, ich finde das harte Geschäft viel besser. Oh Mann. Man kam doch hier irgendwo zu dem Ding. Ja, hier, sag ich doch. Zu dem Ding. Guck mal, Möwen oder was auch immer. Hier kann man rein. So, Stadthalle. Oh mein Gott, eine Kimmy-ähnliche Kimmy. Ich bin ihre ältere Schwester. Okay. Bitte kommt zur Party mit Robby Bubble. Ey, Geburtstag, Party. Es ist der Geburtstag des Freundes, des Kindes, des früheren. Der Bruder der Frau des Bürgermeisters. Es ist ein bisschen verwirrend, das Ganze. Oh ja. So ein bisschen, vor allem wenn da noch Rechtschreibfehler mit drin sind. Wir reden nicht über Baum. Devitel. Also wenn ich ja, naja, besessen aus. Na klar, Devitel ist nicht schuld, er ist besessen, logisch. Wir haben gerade über den Zauberer Demeter gesprochen. Demeter ist ein Halbelf. Er untersucht ja die Magie hier in Venezia. Aber letztes Jahr zog er sich auf ein Schloss auf der Westeninsel zurück. Ich glaube, er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Genauso wie du. Auf der westlichen Insel? Vielleicht können wir ein Schiff zu den westlichen Inseln nehmen. Kommt, wir fragen beim Hafen nach. Ist klar. Haben wir mit der Kleinen hier schon gesprochen? Nee. Sie spielen nur ein kleines Quiz. Ich möchte bitte mit denen reden? Okay. Dann halt nicht. Wer bist denn du? Ach, du bist der Haus des Bürgermeisters, bla. So, wer ist hier oben? Bestimmt der Bürgermeister. Oh mein Gott, ein alter Mann. Ich will keinen harten Mann, genau. Wisst ihr nicht, wer? Ich bin Venezias Bürgermeister. Wo kommt ihr her? Ich wohne südlich von Euclid. Ah, Pilatum, wie nett. Kennst du Lenius? Ja, er ist der Dorfälteste.
Echt? Er ist mein Zwillingsbruder. Er ging vor 10 Jahren hier weg. Grüßt ihn von mir, wenn ihr ihn seht. Okay. Dennis. Was? Lebt er noch? Ja, natürlich, mit dem haben wir gesprochen. Das war ich der... will reißen. Das macht überhaupt keinen Sinn, Junge. Papa sagt, das wird nicht gehen. Richtig Krieg. Oh Mann, stell dir das mal bildlich vor. Du hättest irgendwie eine Tochter, die so spricht. Oh mein Gott. Boah, nö, ich hab einen Absturz auf dem Desktop. Weil, wegen, keine Ahnung. Und jetzt? So. Ja, Neustart der Aufnahme. Ah. Bam, so. Hallo, na, weiter geht's. Ja, feige Arschloch. Und wie geht's heute so? Das ist zusammengeschnitten, das ist kein neuer Part. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Und wie geht's so? Mir? Nein, ich meinte Achtung, feige Arschloch. Und wie geht's? Keine Ahnung, Baum? Kommt noch ein zweiter Part von deinem Special, das du heute hochgeladen hast. Ja, aber nicht heute. Oh. So, hier geht's nicht weiter, jetzt können wir endlich mal mit der Story fortführen, fahren. Boah, jetzt tut mir der Hals weh. Ja, ach nee, selber schuld. Nancy, ich glaube vorher gewacht, ich bin wirklich, glaube ich, dran, dich zu verlieren. Was für ein schöner Tag. Was für ein wunderschöner Tag. Hey, wo ist der Mann hin? Wo ist der Baum hin? Der Baum? Moment. Ich möchte wissen, ob wir... Waren wir da unten schon? Also, hier waren wir schon. Ja, hier. Jetzt mach hin, wir müssen zu dem coolen Teil. Ja, ist ja gut. Na, das schaffen wir heute echt nicht mehr. Was ist denn hier los? Komm an Bord, die Schifflette halber ist da! Abfahrtszeit können auf dem Captain Deck. Auf dem Captain Deck. Können auf dem Deck mit dem Captain geklärt werden. Jemand vertraut mir sein Gepäck an! Deswegen habe ich auch nichts zu tun. Tja, selber schuld. Captain. Wann legt ihr ab? Ich lässt sagen. Das könnte jeden Moment Alplanista angreifen, hab gerade den Satz umgestellt, aber egal. Solange sitze ich, glaube ich, auf diesem Land fest. Schon klar. Hier können wir rein, aber da gibt's, glaube ich, nichts Specialiges. Es ist nur Zeitverschwendung, aber. Willkommen! Soll ich's einpacken? Nein. So. Danke. So, falsches Schiff. Eine Krabbe, hallo Krabbe. Und hier gibt's irgendwo nichts, okay? Krabben, Möwen, Seil, Zeugs. Hallo! Mein Gott! Tiere, magst du nicht auch den frischen Duft des Meeres? Ich finde das ja so schön romantisch, dass ich auch Herz. Die gleiche Stimme wie Elvin habe, Herz. Weil, Herz, ich hab dich angesehen, verstehst du? Ich bin Elvins Zwillingsbruder. Zweieigen Zwillingsbruder. Was ist denn hier? Wo sind wir hier? Euklids Einwohner betet den Baum des Lebens immer noch an, wie dumm sie doch sind. Dumm, einfach dumm. Technologie ist die wahre Macht. Dumm, einfach nur dumm. Diverses, was können wir hier... Hey, ihr da! Ja, ich weiß, dass ich erst das auswählen muss, aber es hat gelackt. Orangenbonbons wären nicht schlecht. Orangenbonbons! Flammflasche erhöht deine Angriffskraft und bla. Ein Lederumhang, okay. Einschliffe, Spiellinse, Hasenfutter, Talisman, Heilige. Wie viele Heilige? Okay, kommen wir 2. Ach du heilige Flasche. Weißer Nebel, damit kannst du 20% schneller fliehen. Ich kaufe ein. Nee, viel zu teuer. So. Du bist doch Money. Ja, Money. Soll ich einpacken? So, hab schnell die Aufnahme wegen Lack neu gestartet. Also nicht wegen Glück, sondern wegen Lag. Lackt das wie so? Es lackt. Ziemlich manchmal wie Sau. Wie Sau. Wie Sau. Dam, dam, dam. So, können wir jetzt endlich mal irgendwie auf... Jetzt ist er plötzlich da. Was soll das? Überhaupt. Gondelfahren kostet 50 Gold. Hey, wohin möchtet ihr? Waffenladen, Rüstung, erstmal zum Waffenladen, oder? La 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 la. Ich kann nicht vorspulen. Na 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 na. Wegen mir. Wie findest du die Situation? Bist du mit der Gesamtsituation unzufrieden? Ja, eben. Hallo? Kommt hierhin zurück, wenn ihr gehen möchtet. Ist klar.
Okay, jetzt hier nochmal. Hey, da ist noch ein Zwillingsbruder von ihm. Echt? Ja, da, hinter der Theke. Ah ja, stimmt. Ich wurde von Albanissa hergesetzt. In Wirklichkeit bin ich aus Belardum. Ich habe in einem Buchladen gearbeitet, der viel mit Büchern über das Schmieden von Waffen handelte. Interessant. Bücher. Kennt ihr irgendwelche Elfen? Kennt ihr irgendwelche Alpenelfen? Echt? Was so witzig. Kennt ihr irgendwelche Elfen? Ja, kennt ihr irgendwelche Halbelfen? Ja. Echt? Elfen sind wunderschöne Geschöpfe, aber und sie können Magie benutzen. Aber sie scheinen eine abgeschottete Gesellschaft zu sein. Vielleicht sind sie wirklich besser als wir Menschen. Das ist dumm. Wenn du kämpfst, musst du deine Geist rein. Was? Wenn du kämpfst! Genial. Wenn du kämpfst, musst du deinen Geist befreien. Damit dein Körper natürlich handeln kann. Also kämpft man bei mir eigentlich eine andere Bedeutung, aber egal. Willkommen, tritt näher! Noch ein Zwillingsbruder. Mhm. Waffenladen, was haben wir denn? Scharfe Klinge interessiert. Kriegsklinge, was kann die denn? Attack 50, Wow. Das ist gut, ich weiß nicht, was du zurzeit so hast. Wow! Fuck! Guck dir den Hieb an. Ich meine, der. Wow. War jetzt Hieb der. Ja, der für Axt, Stich? Aber der. Zum Beispiel. Ja, der Stich, oder? Halbmond-Axt ist auch gut. Die hast du doch zurzeit, oder? Ja, habe ich zurzeit. Edelsteinstock für die liebe Mint und mehr brauchen wir nicht. Einen Stock für die Was Mint. Was ist mit dem coolen Lanze? Brauche ich nicht. Ausrüsten, Jay, mit über Zeug. Ja, genau, die meine ich doch, die Kroske. Edelsteinstock, jetzt hat sie einen neuen Stock, mit dem sie. Also, naja. Dann kannst du jetzt Axt Abadell machen. Yay, Stock verkaufen. Und wo ist das Scheißteil? Das. Käse. Halbmond-Axt. Wo ist der Halbmond-Axt? Da. Na, so, das war der Waffenladen. Also ich behalte immer eins übrig, wenn ich verkaufe. Aber das ist eigentlich nur bei Final Fantasy 9 so und das hat andere Gründe, weil man da die Items noch brauchen kann. Für bestimmte Dinge. Rüstungsladen. Man kann später nicht mehr die Dinge kaufen, die es vorher gab. Mhm. Ja, kommt hier ein Bla. Rüstungsladen, was gibt's denn hier so schöne. Hä? Schwachsinn. Rüstungsladen, seid willkommen, bla, kaufen. Ich möchte es hier nur noch schnell durch. Panzerkette nimmt, what the fuck. Eisenkrone haben wir schon, haben wir schon, das haben wir noch nicht. Dankeschön, haben wir Ritterschild. Wie awesome werden wir jetzt? Wir werden awesome. Awesome Group. Hä? Awesome Group? Mhm. Okay. Boom. Ich weiß, das ist gerade sehr spannend für euch, Leute. Und auch für den Jay ist es sehr spannend. Tosti featuring Awesome Group. Hä? Nix. Was? Ach. Doesn't matter. Hört einfach nicht auf, was... Eins, zwei, Tosti, drei. Hör auf damit, Junge. Der Tosti ist ein dummer Depp. Ja, so wie du. So like your mom und so. Ey, Krieger, ey, du bist ein Krieger, nicht? Wie wär's, wenn ich dir eine neue Ash beibringe? Das würde ich dann 3000 Gold, was zur Hölle, aber okay. Jay hat Wirbelwind erlernt. Wirbelwind. It's no Wirbelwind. Die Gegner fliehen, oder wahrscheinlich, keine Ahnung. Nee, Pokémon war zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen, deswegen. Alvanista und Midgard waren einst Alliierte, aber sie scheinen sich zu verfeinden. Midgard bildet eine große Armee gegen Daos, aber Alvanista macht in letzter Zeit überhaupt nichts. Warum, wann kam das Spiel raus? Dieses hier? Mhm. Hab ich doch am Anfang, ich weiß nicht, 95? Was hab ich ja, gesagt? Aber Pokémon kam doch auch 95, 96. 96. So fast dasselbe. Nein, Stadthalle. Ach, in der Stadthalle waren wir schon. Jetzt mache ich Scheiße. Klar, fucking Lester! Ja. Sein Stock hat übrigens gerade übers das Ufer hinausgeschaut. Er hat sogar über Jays Gesicht weggeschaut. Mhm. 50 Gold. Südliches Ende. Was bringt uns das, wenn wir zum südlichen Ende fahren?
irgendwelche Leute sagen immer zu meiner Mutter, Mai, dein Bur liest aber schief vor. Aha. Und, was tangiert uns das jetzt? Keine Ahnung, ich wollte es dir nur mal sagen. Kannst du wirklich schief vorlesen? Keine Ahnung, es wird mir immer gesagt, wenn ich in der Kirche vorlese. Ach so. Nee, mir nicht, weil ich gehe ja nicht raus, das wird immer meiner Mutter gesagt. Stimmt, du bist ein Kellerkind. Genau. Willkommen an Bord, dieses Schiff kann vom Privat angemietet werden. Ich war ein Mitglied, aber leider muss ich wegen des Krieges wieder weg. Wir reden nur noch mit dem Captain. Denkst du, es haben jetzt alle Zuschauer verstanden, was ich gesagt habe? Nicht alle. Wenn du nichts sagen hast, dann verschwinde. Ja, könnte ja sein, dass wir irgendwie Zuschauer aus Sachsen haben oder so. Ha ha ha. wie wär's, wenn du mal hier vorliest? Ja. Ich würde gerne dieses Schiff mieten für eine Privatreise. Du verstehst? Privatreise? Moment, ist das die eine Stelle? Keine Ahnung. Nein. Nein. Später. Ah, ein Kunde. Entschuldigung, euer Alter hat mich verwirrt. Bitte bringt uns auf die westliche Insel. Ah, die Mittelsinsel also. Hin und zurück beinhaltet außerdem noch Mahlzeiten und die Versicherung. Das kostet 400 Gold pro Person, das ist ja... Bums. Los geht's! Ja, und jetzt eine schöne Seefahrmusik, die mir sehr gefällt. Naja, eigentlich ist es nur die Weltkartenmusik, aber egal. Das sieht awesome aus. Was? Nix. Sieht unawesome aus, hast du gesagt? Für die damalige Zeit war das eine Bombengrafik. Ich meine, hallo. Pass auf euch auf, ihr könnt jederzeit das Schiff zurückkommen, wenn ihr euch das Schiff zurückkommt, klar. Kommt jetzt die eine schöne Stelle, die eine super schöne, tolle Stelle. Bitte, bitte, bitte. Die bitte, eine bitte, Stelle, bitte. Die ich gedacht habe, dass Mix-Bombe? Die jetzt kommt? Nein, nicht die, wo du gedacht hast, dass sie kommt. Welche denkst du, was ja! Welche denkst du, was ich gedacht habe, welche Stelle? Ich habe ein Fragezeichen, wo. Es ist unidentifizierbar und es ist ein Buch. So. Ja, das ist schon mal alleine ziemlich. Dumm eigentlich. Okay, kannst du es jetzt mit der Runenflasche? Mit der Runenflasche identifizieren wir das und. Das ist so genial. Okay, kann das Klav ausdrücken? Ja, natürlich kann Klav das ausdrücken. Statt dem Wälzer. Ist natürlich schlechter, aber who cares? Nimm das. Nee, deine Eltern nehmen mich nicht damit auf. Genial. Das. Sehr gut. Oh mein Gott, Klaas, ey, ist so eine widerliche Sau. Das wird von deinen Eltern lustig auf der Toilette. Ja, und wenn? Was ist dann? Tja, das beugt doch Prostatakrebs vor. Ach, tatsächlich? Mhm. Ich dachte, es wäre nicht sicherheits- gesundheitsgefährdend, Spählinse. Braucht man nicht. Im Gegenteil, es beugt Prostatakrebs vor, weil das sonst verkleben kann. Mhm. Das ist schon ein seltsamer Ort hier. Also, ich achte gar nicht auf den Ort, ich achte nur auf das Buch in meinen Händen, aber... Was hatte Demeter denn gegen die Einwohner von Hammel? Ich glaube, er wollte nur allen beweisen, dass er mittlerweile stärker als mein Vater geworden ist. War. Und deswegen hat er seinen Lehrmeister ermordet? Ja, mein Vater. Und auch meine Mutter. Na gut. Dann lass uns mal weitergehen. Ja. Demitels Schloss. Keine Gegner hier, leider, aber naja. Wir müssen hier... Was müssen wir eigentlich machen? Irgendwie sehen die Dinger komisch aus. Wir müssen erstmal hier Räume erforschen, bla. Apfelbonbon. Verbena, was ist eine Verbena? Wie ich automatisch davon ausgehe, dass es eine Waffe ist, und es ist nicht so. Was ist eine Verbena? Vielleicht ein Pornoheft. Dieses Kraut erhöht deine Agilitätsrate zu 1. Aha. Oh, Elixier, yay, 430 Gold. Bohnenkraut, Apfelbonbon. So, alles unnützes Zeug. Jetzt hier abgeschlossen. So, was können wir denn hier? So Drachenstatuen. Drachenstatuen sind toll. Findest du auch Drachenstatuen toll? Also ich finde Drachen jedenfalls sehr toll, weil Drachen sind was Schönes. Und guck mal, hier scheint's rein. Hier können wir speichern. Wow, wir nehmen schon wieder viel zu lange auf.
Wollten deine Agenten aus den USA nicht um 9 Uhr anrufen? Ja, eigentlich schon, aber pff, who cares? Mal sehen. Das hier muss Demeters Bibliothek sein. Vielleicht finden Bücherei. Finden wir hier etwas Nützliches. Naja, gut. Das Doofe ist, du kannst mit keinem einzigen, mit null, mit nix Objekten interagieren, ne? Mit wirklich null. Ich meine mit dem Buch. Aber wenn du hier, ganz da hinten in der Ecke, an den Schrank hinklickst. Den magischen Schlüssel gefunden. Den magischen Schlüssel gefunden. Ich frag mich, wo der reinpasst. So wie der eine mit dem Schlüssel und Schloss und Frauen und Männern. Ich verstehe nicht, was du meinst, aber egal. Der Witz, den du nicht kanntest, ich schon, und über den du dir in einem random Skype-Gespräch den Arsch abgelacht hast. Mhm. Mit Schlüsseln und Schlössern. Ach ja, ich verstehe. Du bist dran. Da steht aber nicht Jay drüber. Du bist dran. Was ist hier drin? Was ist hier nur los? Im Badezimmer. Ist deine nackte Frau drin? Die sich gerade badet? Keine Ahnung. Mach auf. Ja, kann man nicht aufmachen. Ach, das ist das Badezimmer, auf dem man sich nicht mit dem Pornohefter erwischen lassen soll. Probieren wir doch mal den Schlüssel aus, den wir gefunden haben. Ach so, aber nur den wir gefunden haben. Also nicht den anderen Schlüssel, aber ach egal. Haben wir noch einen anderen Schlüssel? Ein Baum! Hier gibt's Gegner, logisch. Hapien! Bäm! Ich mag tanzen, ich mag singen, ich mag Bäume. Mach mal Axt, aber der. What the? Mach das Überschaden. Bäm! So. Ja, egal, Mach mal Wirbelwind. Ach so, ja, stimmt, das habe ich ja gelernt. Was ist denn das? Wirbelwind ist eine Kombinationsattacke aus Blitzschlag und Klingensturm. Also das ist kein Klingensturm. It's no lightning und Axtabade. So. Ja, mach das mal. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist aber ein großer, schöner Baum. Ich mag Bäume. Ich mag Bäume. Sieht mir nach einem ganz normalen Baum aus. Ja, warum klicken wir ihn dann an? Ich könnte schwören, er hätte sich bewegt. Ich mag Bäume. Also, ich habe nichts gesehen, außer diesem wunderschönen Baum. Bäume bewegen sich nicht. Ich wette, das hast du dir bloß eingebildet. Ist das jetzt ein Endboss? Guck doch mal. Er bewegt sich schon wieder. What the? Das war so schlecht, diese... ja. Schütteln. Schütteln. Geäst. Was so? Der schüttelt Samen weg. Der schüttelt Samen ab. Alter. Was hier gerade abgeht. So, dann können wir doch mal... Sylph. Der schüttelt seinen Samen ab. Das Teil machen und Sylph und... Ja, wir müssen halt jetzt gegen Bäume kämpfen. Toll. Also die sind eigentlich schon ziemlich... Die armen Bäume. Nein, das ist doch ein Geäst. Was? Das ist doch ein Geäst. Ist doch scheißegal. Mint ist tot. Mint ist fucking nochmal tot. Bitte. Item? Mach mal Snow fucking Lightning. Bringt nichts gegen die Bäume. Kannst du nicht klar fucking Lester wieder... Ach, das ist egal. So. Hallo. Hallo. Ich möchte... Mann! Ey. Das nervt. Das nervt richtig. Und was haltet ihr so von dieser Situation? Ich finde sie gar nicht gut. Ich kann gerade kaum kommentieren, weil ich... Wird der Toasty das noch schaffen? Das alles und vieles weitere erfahrt ihr jetzt. Oh, Mint ist schon wieder fast tot. Tot. Mhm, tot. Was? Dann klar nicht mal was Nützliches machen, anstatt nur in sein Pornohäffchen da reinzugucken. Mann! No. Wow. Einer ist schon mal weg. Okay. Item. Wir haben noch eine. Bitte sag, dass wir noch eine. Ja, wir haben noch eine. So, Mint. So, Klav, alles ist gut. Nicht wahr? Du kannst von hier aus auf sichere Entfernung Sylph machen. Das GS steht über Mint. Das ist auch toll. Ich wollte jetzt fast fragen, was ist ein GS? GS. Hele! Das hat sich gerade wie GS angehört. Hele!
Pass auf, da kommen Fäuste aus dem Boden. Und da war ein David-Stern. Oh Mann, ich kann nicht kommentieren. Nee, ich kann auch gerade nicht kommentieren, weil die Situation gerade für mich extremst. Und Achtrafeigerachtler, wie geht's so? Hallo, wie läuft's? Ich kann mich georangenbomben. Was denkst du, wie oft wird der Toast hier in diesem LP noch sterben? Gib eine Schätzung ab. Also ich habe keine Ahnung. Ach ja, das Spiel ist übrigens überlang. Alter, ja, das Spiel ist überlang. Das werden über 200 Parts, naja, bei Toast nicht, weil er so lange Parts macht. Ja. Boah. Fuck, Leute, tut mir leid wegen dieser schlechten Kommentation, aber ich war abgelenkt. Nein, der Odin bringt hier gar nichts, Jay, mein Gott. Irgendwie finde ich diese Waffe doch ein bisschen scheiße. Warum, die ist cool, damit kannst du vor Axter Baday machen. Und? Who cares? Who cares about Axter Baday? Ist echt so. Könnten wir nicht irgendwo speichern? Ist das ein Lichträtsel? Hä? Nein. Diese Dreiecksblöcke, das sieht so aus, als müsste man einen Lichtstrahl durchlassen und den dann brechen. Achso, ja, klar, natürlich. Das ist ein Rätsel. Aber das... Yeah, ich hab's gewusst. ...ist nicht wirklich schwer. Lichträtsel sind selten very schwer. Tja. Die in OOT waren auch alle Unbums. Die in Uncharted sind auch Unbums. Who cares about Uncharted? Ich frage mich, wofür diese ganzen Prismen gut sein sollen. Zu verschieben sind sie zu schwer, aber vielleicht kann ich sie ja drehen. Das war meine. Lump, so. Weißt du, was du da gerade gesagt hast? Was? Ich interessiere mich nicht so für Uncharted. Ey, Junge, geht's noch? Ja, nur weil das irgendeiner deiner Lieblings-LPer LPt, ist das jetzt nicht. Ja, und es ist ja fast so, wie wenn ich sag, scheiß auf Skyrim. Aha, ja, aber du spielst Dingens nicht. Uncharted. Ja, wenn ich eine PS3 hätte schon. Ach ja, und deswegen willst du mal PS3, oder was? Was? Vor allem du, einer der größten Verfechter von Core Games. Hallo? Sagen wir, warum nennst du das überhaupt? Ach, vergiss es. Ja, ich vergiss es lieber. Knochen! Mint, mach doch mal dein Knochen. Knochen. Das war der hier. Der Hammer heißt Knochen. Ja, sie sagt Knochen. Ja, ich weiß. Aber der geht immer daneben. Und? Bam! Aha. Das Schöne ist, dass die Waffe so lang ist. Dass die Waffe so lang ist und dass ich dann... Jay hielt Tigerbiss. Boah, Tigerbiss ist... Deine Waffe ist so lang. Tigerbiss ist eine awesome Attacke, aber bringt mir kaum was bei dieser... Waffe da. Also, was heißt kaum, aber es bringt mir ein bisschen wenig eigentlich. Und zwar können wir das gegen Klingensturm doppelt benutzen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen mal den Tigerbiss und ja. Wow. Das war nicht beabsichtigt. Onahabam! Sagt er da. Mhm. Irgendwie kommt mir das so vor, als hätte ich dieses erst gestern oder vorgestern gehört. Kann das sein, dass irgendeine andere Technik die gleiche Sound-Ding jetzt hat? Ach nee, das ist die Ding, was er im Intro auch macht. Stimmt. Daher kommt mir das so bekannt vor. Dieses Anahabam. Würdest du mal die Situation kommentieren? Hallo? Na? Hallo. Wie geht es Ihnen denn heute? Mein Fuß juckt. Oh, das tut mir aber leid. Oh, ich muss schnell einen Mixbonbon zu mir nehmen. Mixbonbon. Oh, die USA. Final Y. Ich mache hier mal ein Safe State und wir haben eh lang genug aufgenommen. Das war's also mit Let's Play Tales of Phantasia und tschüss. Tschüss mit Jay. Ciao, Herr Tossi. Tschüss.